Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Spider-Man 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, beim letzten Mal hatten wir einen richtig, richtig geilen Bossfight zwischen Peter und Kraven. Der war wirklich nice. Und jetzt gibt es anscheinend einen Bossfight oder ein Duell zwischen beiden Spider-Männern. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Part. Liken, kommentieren nicht vergessen. Let's go! Du hättest ihn fast umgebracht! Ich will aber trotzdem... Wartet ganz kurz. Ja, ich weiß. Aber wir können den Anzug nicht wechseln. Okay. Hab schon gesehen. Blocke. Peter, du bist nicht du! Hier ist ein Schokoriegel. Ich hätte alles in Ordnung gebracht! Wie? Indem du ihn erwürgst? So sind wir nicht! Versuch nicht, mich zu belehren! Du bist es doch, der vor sein Problem wegläuft! Du bist es, der Gott. Rache? Ich wollte nur meine Familie beschützen, dich beschützen! Du bist nicht besser als ich! Das sag ich auch nicht! Du bist stärker als ein Anzug! Pete, hör nicht auf ihn! Und stattdessen soll ich auf dich... Stattdessen soll ich auf dich hören! Ja, hör auf mich! Wovor hast du solche Angst? Was ich will, ist dich zu retten! Ich bin der Held. Ich werde nicht gerettet. Können wir wirklich nicht den Anzug ändern? Ich will einen anderen, wenn hier die geile Action abgeht. Egal, scheiß drauf. Warum tust du das? Ich hab dich erschaffen! Du verlangst alles mir! Ich weiß, du meinst das nicht so! Ich wollte nicht, dass alle zu retten! MJ! May! Jetzt glaubt die ganze Stadt, ich bin das Problem! Du glaubst nicht das Problem. Aber das bin ich nicht! Ich bin die Lösung. Ey, Peter, mach ich richtig platt hier gerade. Dragon Ball Super Son Goku. 100%. 100%. Das war Dragon Ball Super Son Goku sein. Endlich bin ich all das, was alle von mir erwarten. Ja? Du nimmst nicht mal mehr meine Anrufe an, Mann. Okay. Das klang jetzt wie so eine... Ex. Du hättest sie töten können! Ich weiß, dass du leidest, Pete! Aber du bist besser als das! Ich weiß, aber... Nein! Die Leute, die mir wichtig sind, sie sterben! Ich hab ihnen die Schuld gegeben. Sie brauchen einen Helden und... Hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann, könnte ich in deiner Lage sein. Aber solche Kräfte sind der Grund, warum sie tot sind. Nicht du, nicht ich. Sei still! Wir müssen stärker sein als das. Dieses Mal musst du dich selbst retten. Ich kann nicht. Du musst. Ich werde dich nicht verlieren. Ja.
Pete, komm schon, Mann! Los, konzentrier dich auf mich! Komm schon, du bist stärker als das! Hörst du mich? Leute, wie geil war das bitte? Wie geil war das bitte? Ey, der Move von Miles, der war 100% Rainbow Super Ultra Instinct von Sokoko, 100%. Mega krasser Fight, mega. Aber warum habe ich Peter jetzt so krass kaputt geschlagen? Aber Graven hatte ich meine Problemchen, naja. Ein paar Tage. Miles, es tut mir leid. Vielen Dank für alles. Das Team Spider-Man. Spider-Man hat mich nicht gerettet, sondern Miles. Was jetzt? Ich muss mit Dr. Connors reden. Er weiß, wie man ihn vernichtet. Was ist mit Harry? Ich dachte, er braucht ihn. Sein Dad arbeitet an einem anderen Heilmittel. Und diesmal eins ohne Aliens. Also, wenn du mich brauchst, dann ruf einfach an. Sobald meine Mom weiß, dass ihr Sohn noch lebt. Okay. Schön, dich wieder zu haben, Mann. Dr. Connors, der Anzug ist ab. Er ist versiegelt. Aber was mache ich jetzt? Bringen Sie ihn zum Oscorp Tower. Da gibt es einen Tank, der ihn bändigen kann. Ich muss ein paar Dinge vorbereiten. Ich gebe Bescheid, wenn ich unterwegs bin. Eine Sache noch, bevor wir uns treffen. Wie fühlen Sie sich jetzt ohne den Symbionten? Gut. Erleichtert, dass es vorbei ist. Beschämt wegen meiner Taten. Es ist nicht Ihre Schuld. Wir wissen noch viel zu wenig. Falls Sie Stimmungsschwankungen oder Ähnliches verspüren, geben Sie Bescheid. Aber es ist weg. Ich bin geheilt, oder? Höchstwahrscheinlich. Ja. Achten Sie nur darauf, dass er versiegelt bleibt. Verstanden. Okay. Ich hab die Stadt zu lange vernachlässigt. Ey, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es nicht. Sie will die Anhänger der Flamme und ihren Anführer auskundschaften. Ich sollte mich mal erkundigen. Ja, nee, nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Boah, ich muss erstmal klarkommen darauf. Du musst jetzt erstmal klarkommen darauf. Heftig, heftig. Hey, kann ich helfen? Okay, ja. Okay,
Ey, ich muss erstmal klarkommen, ohne Scheiß. Ich bin noch nicht fertig. Nein, nimm doch mal einen Feind, den du werfen kannst. Nee, wird nichts mehr. Ah, leider nicht. Ja, ey, was soll ich sagen? Es ist krass, es ist krass. Gute Arbeit. Ja, das stimmt. Auch wenn du langsamer wirst. Was? Stimmt nicht. Klar könnte man jetzt fragen, wie hat Miles sich jetzt doch da befreit? Der war doch K.O., hat gerade noch gesagt, so, jetzt liegt es an dir, das könnte man fragen. Man könnte auch fragen, woher hat er plötzlich diesen Behälter, so. Könnte man auch fragen, ja, gut. Aber, ja, es ist... Da ist ja doch noch ein Brawler-Ding. Hä? Ja, kein Wunder. Aber warum? Da stand doch, wir hatten doch... Ich sehe jetzt erst, warum ist denn jetzt noch ein Brawler-Ding aufgetaucht plötzlich? Was ist denn das jetzt hier alles? Achso, die Dinger, ja. Stand da vorher nicht aber 6 von 6 oder habe ich jetzt schon wieder irgendwie. Haben wir es verpasst? Boah, Leute, ey, ich weiß es echt nicht, Mann. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Lass mal das hier nochmal machen, um ein bisschen kurz runterzukommen auch. Jetzt können wir ja endlich mal wieder ein paar Nebenmissionen machen. Okay, ich bin jetzt zum Oscorp Tower unterwegs. Gut, wir sehen uns dort. Cool, das hat der. Ah, goldene Kiste. Nice. Wir sind Jäger, haben so viel Zeug dabei. Craven muss reich sein. Ein echter Oligarch. Craven muss reich sein, ne? Ja, das könnte sein. Ja, ja, krass. Es ist aber krass, wirklich, ey. Hammer, hammergeil. Hammergeil, was da abgegangen ist. Geiler Bossfeld, beide waren richtig nice. MJ weiß es noch nicht. Ja, genau. Hallo? MJ, der Anzug ist jetzt ab. Und es tut mir leid, dass... Red weiter. Dass ich dich und alle, die mir wichtig sind, wie Dreck behandelt habe. Ich bringe den Anzug zu Oscorp, bis Dr. Connors und ich eine Idee haben, was wir damit machen. Weiß Harry Bescheid? Nein! Aber Norman arbeitet an einem anderen, vielversprechenden Heilmittel. Wir werden Harry retten. Tja, es ist schön zu hören, dass du wieder wie du selbst klingst. Erledige dein Zeug. Wir sehen uns zu Hause. Ich werde mich noch oft entschuldigen müssen, wenn das vorbei ist. Eins nach dem anderen. Ja, ja. Ich meine, ich kann verstehen, dass sie jetzt natürlich sauer ist und so, aber... Ja, also... Ich meine, sie müsste es doch jetzt... Also, ich meine, jeder weiß, dass es ein Alien war. Dass er durch den beeinflusst wurde. Da könnte sie auch ein bisschen wohlwollender reagieren jetzt. Auch wenn, weißt du, dann so ein bisschen in der Situation vielleicht den Stolz so zurückschrauben, weißt du? Hätte man auch machen können. Finde ich. So, Fähigkeiten haben wir 4 Stück. Jetzt müssen wir halt diese Fähigkeiten wieder nehmen, weißt du? Naja, gut. Scheiße, naja. Alles Venom-mäßiges vorbei. Ultimative Hilfe. Wir nehmen jetzt einfach alles, was hier abgeht. Okay, das war's auch schon. Krass, ey. Ich überlege gerade, Freunde, was ist bisher für euch der beste Bossfight in allen Spider-Man in Zombie-Games? Ich überlege gerade, was ist der beste, ey? Ich weiß es nicht, ey. Na komm, geh doch da hoch, ey, und zieh dich doch mal lang jetzt hier. Hallo. Hier sind noch Gebäude in der Nähe, kannst dich lang schwingen. Ich weiß es nicht, ey. Ich merke gerade, dass ich irgendwie gar nicht so richtig beim Sprechen bin. Ich überlege gerade, wie krass ich das war. Ah, Leute. Vor allem, wie wird denn erst der Fight gegen Venom, weißt du? Wenn das schon so geil war. Wie wird der Fight gegen Venom? Und vor allem, was man auch, wie gesagt, man hat jetzt richtig gesehen, wie Craven sich dem ergeben hat und richtig wollte, dass er ihn umbringt. Da in Zombie Games, der jetzt schon den einen oder anderen aus dem Spiel genommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, Craven kriegt noch, was er will, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Craven noch genau das bekommt, dass er getötet wird.
Um richtigen Venom. Das wäre krass. Das wäre alles so krass, Mann. Oder es ist doch alles so krass. Sag mal, sind wir jetzt mal langsam da, ey? Die Stadt ist so riesig, Mann. Das ist trotzdem meine Stadt. Okay, Dr. Young. Jetzt erstmal eine Runde Fahrrad fahren. Das wäre cool, Mann. Das würde ich feiern jetzt. Erstmal eine Runde Fahrrad fahren wieder zum Runterkommen. Hallo, Peter. Zeit für eine letzte Übungsstunde. Ach, ist die letzte? Helfen Sie der Drohne, Feinde und optimale Nistplätze zu finden. Die wieder ein paar Tierchen abballern. Nice. Aber zum Glück können die Wissenschaftler im Homeoffice arbeiten. Ich muss nur die Drohne starten. Machen wir ein paar Zielübungen. Oh, was ist das für eine Monsterratte? Was war das für eine Monsterratte? Die war größer als der Schädel von dem Typen. Einer weniger. Volltreffer. Ja. Du musst die Nistplätze markieren. So, Nistplatz Nummer 1. Nistplatz Nummer 2. Okay. Was war das gerade? Kleiner Twist. Hat jemand die Drohne geklaut? Ja. Ich muss zum letzten Ort, von dem sie gesendet hat. Ich will wissen, wo sie hin ist. Keine Spur von ihr oder jemandem. Diese Typen haben eine Garage erwähnt. Ein paar sind ganz in der Nähe. Wenn ich die richtige finde, sollte ich die Drohne vom Dach aus wieder verbinden können. Ich sollte mal diese Garagen überprüfen. Ich sage euch, er ist okay. Nur etwas betäubt. Er bewegt sich gar nicht. Bingo. Hier bin ich richtig. Ich verbinde mich mit dem Videosignal. Was ist das hier? Und noch wichtiger, wie komme ich da rein? Jede Menge Käfige. Noch mehr Bienen. Keine Ahnung, wieso diese Typen Bienen sammeln, aber man darf sie hier drin nicht einsperren. Ich sollte besser den Schalllasermodus aktivieren. Schlagen wir 2 Bienen mit einer Klappe. Ist das Vieh bewaffnet? Was macht es denn? So, meine Hübschen, fliegt, ihr seid frei. Hey, die Viecher sind überall. Ja, das ist ja geil. Holt mich hier raus. Flieg, kleine Bienen. Hallöchen, hier Hallöchen. Sind unsere neuen Kandidaten bei Schlag ins Gesicht. Spider-Man. Drohne, Sicherheitsmodus, fliegt nach Hause. Ah, das ist geil, ey. Okay, Jungs, sagt mir bitte mal eins. Bienen? Eine Bienchenspäte Ankunft. Schnapp ihn! Hey, ich liebe auch das Gadget, oder? Leichter Geld verdienen können. So, ran an die Wand mit dir. Wisst ihr, wie viele Pflanzen existieren dank der Bienen? Die spielen eine wichtige Rolle bei... Ach, ist doch egal. Aber völlig. Das waren alle. Ich erzähle Dr. Young definitiv von den Absichten dieser Wilderer. Das ist nicht gut für Bienen. Reale oder Drohnen. Machst du's denn jetzt auch, oder? Ja, ich warte eigentlich nur, dass er es jetzt auch macht. Ich dachte, er macht das jetzt auch. Was sieht hier noch was? Hey allerseits. Okay. Ein Spider-Man wird vermisst. Der andere ist nicht er selbst. Was können wir tun? Ich sage immer, die Spider-Man spornen uns an, unser Bestes zu geben. Also, Zeit zu beweisen, dass das nicht nur leere Worte sind. New York braucht uns. Spider-Man braucht uns.
Erinnert ihr euch an Dennis, den U-Bahn-Retter? Der führt da draußen gerade einen Suchtrupp aus 50 Leuten an, um den verschollenen Spider-Man zu finden. Ich sage euch was. Ich mache heute früher Schluss, um mich anzuschließen. Wer mitkommen will? Details findet ihr online. Wir müssen einfach was unternehmen, Leute. Also los, lasst uns Helden sein. Holy moly, ey Junge, was labert die teilweise so? Mysterie, ah, das ist ja geil. Ey, irgendwie erinnern die mich, ich weiß nicht, ich muss gerade auch so ein bisschen dran denken, an die Aufmachung dieser Spider-Bots, irgendwie auch an die Teleschnecken aus One Piece, irgendwie. Dass jede Teleschnecke so geformt ist nach seinem Besitzer, ey. Irgendwie, ich weiß nicht, jetzt hat es gerade so, ich weiß nicht, diesen Vergleich getriggert gerade. Aber es ist auch ein schöner Vergleich, diese Teleschnecken sind auch absolut grandios, wa? Ah, Junge. Das Geile ist ja auch, diese Teleschnecken kann man sich ja sogar kaufen, so als kleine, kleine Figur oder Statue halt. Richtig nice. Gut, ey, Leute, bevor ich jetzt hier bei der Lava, ey, ist es, was soll ich sagen? Es ist sehr geil, wir machen beim nächsten Mal sehr gerne weiter. Ich muss mal schauen, mit was. Ja, wir haben ja genug Zeit, wir können jetzt nochmal ganz kurz, warte mal. Wir haben jetzt 62%. Ey, es ist, was soll storymäßig noch alles passieren? Also, wie gesagt, das mit Harry wird passieren, aber was darüber hinaus? Was passiert da? Vor allem, wie gesagt, es wird niemanden von uns überraschen, wenn Harry jetzt den Symbionten bekommt bald. Und dann zum richtigen Venom wird, den wir schon gesehen haben. Was aber nicht heißt, dass er ihn nicht vielleicht auch noch los wird und noch jemand anderes ihn bekommt. Kann ja auch sein, dass am Ende irgendwie so ein super Twist, das kann ja auch sein, ne? Ich bin so gespannt, was noch alles passiert. Oh, da ist noch ein Spider-Bot. Ich bin so gespannt. Ich habe so Bock einfach nur. Dieses Spiel ist so genial. Und, boah, ohne. In Summer Games sind die Kings, Mann. Ohne Scheiß. Dieser hier gefällt mir irgendwie. Muss auch sagen, der englische Name von dem Anzug Superior ist einfach auch krasser als überlegen. Also überlegener Anzug auch. Der hier zeugt von überragender Handwerkskunst. Achso. Mysterio ist ja irre. Wie ist der denn hierher gekommen? Mysteriös. Nicht. Naja, also, ich bin super, super gespannt. Ich weiß auch nicht, ich bin gespannt, wenn ich dann das Spiel komplett durchgespielt habe, ob Spider-Man 2 denn für mich persönlich über den Batman-Games ist. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird schwer. Ich sag mal so, es wird super schwer, ne? Über dem einen oder anderen ist es vielleicht, wird es vielleicht, ja, aber Batman ist halt Batman, so. Aber ich weiß nicht, ey, diese Weiterentwicklung, wenn du das vergleichst mit den ersten beiden Spielen, vor allem, wenn du dieses Spiel mit den ersten vergleichst, ist es so viel besser auf allen Ebenen. Wie gesagt, bei Miles Morales hast du schon sehr, sehr geile Weiterentwicklung gesehen. Gerade durch die Präsentation, die Aufmachung der Nebenmissionen, das haben sie so schon so viel besser gemacht. Aber hier haben sie nochmal so eine dicke Schippe draufgelegt. Hammer. Einfach geil. So, Freunde, ich freue mich auf die nächste Part. Ich hoffe, ihr seid am Start. Kleiner Reim, so muss das sein. Dementsprechend schreibt doch rein, der Sorbus der Reimer. Sorbus der Reimer, damit ich mal Bescheid weiß, wer sich das hier komplett reingesungen hat. Wir hören uns, haut rein.